Wir veranstalteten am 24.03.2013 in der Reitanlage in Linda ein Fun-Turnier. Dieses Fun-Turnier veranstalteten wir, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, mit sich und ihrem Hund etwas zu zeigen. Und dabei war es egal, ob Trick-Dog, Dog-Dancing, Rettungshundearbeit oder Alltagsarbeit. Der Hauptaugenmerk liegt dabei, dass alles auf einer freiwilligen Ebene stattfindet und auf Vertrauen. Und dass es richtig viel Spaß macht. Der Grundgedanke der ganzen Sache war, dass wir Menschen mit ihren Hunden die Möglichkeit geben wollten, sich einfach frei und individuell zu zeigen, mit dem, was sie für sich selbst können. An nichts festgemacht, keine Regeln, was sie zeigen müssen, wie viel sie zeigen müssen, sondern einfach, dass sie zusammenarbeiten und wie sie zusammenarbeiten, dass es auf einer Bindungsebene stattfindet, auf ganz viel Vertrauen. Und zum Schluss natürlich, ganz oberste Priorität, der Spaß an der ganzen Sache. Die Veranstaltung war ein Riesenerfolg. Es gab keine Probleme unter den Menschen, unter den Hunden. Es war ein harmonisches Miteinander und es hat alles in allem einfach gepasst. Wir bedanken uns nochmal recht herzlich bei den Herrn Nils Burmeister der Reitanlage Linda, der uns aufgrund dessen, dass er so ein großer Hundefreund ist, diese Anlage zur Verfügung gestellt hat. Genauso bedanken wir uns bei Jamies, die jedem Teilnehmerteam eine Startertüte zur Verfügung gestellt hat. Und natürlich bedanken wir uns bei Sarah von Happy Handling Dogs, die das Ganze mit ihren Teams und mit ihren Bekannten und Freundeskreis organisiert hat.